Jedes Mal dieselbe. Hi und herzlich willkommen zum Team Duel. Ich hoffe, euch geht's crazy, Freunde. Packt wirklich mal die Kameras an, weil wer weiß, ob wir uns in 10 Jahren diesen Teamcall hier angucken und dein Gesicht genau hier ist und in 10 Jahren wo ganz anders. Ist ja doch verrückt. Nice. Mega, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch denn? Von 1 bis 10. 1 ist nö, 10 ist perfekt. Einmal in den Chat droppen. Ist er, ah, der Chat geht nicht. Ah, safe, stimmt. Alright, sorry, mein Fehler. Oder geht? Ne, geht nicht. Perfekt. Geht's euch gut, Freunde? Daumen nach oben. Ja. Yeah. Never mind, fam. Crazy, dass sich Milea heute die Zeit nehmen wird. Lara wird aber später noch ein paar Sachen zu Milea erzählen. Milea wird euch wirklich so geilen Input geben. Es stehen so viele Sachen bei uns an, die wirklich jetzt im Gange sind. Vor allem die nächsten 1, 2 Monate. Herzlich willkommen wirklich an jeden Einzelnen da draußen, der sich wirklich dazu entschieden hat, auch diesen Weg mit uns zu gehen. Props an dich. Props an dich, weil dieses Jahr wird definitiv dein Jahr sein. Und Milea hat etwas in die Leadergruppe gedroppt. Ich muss euch das zeigen. Ich muss euch das wirklich zeigen. Es ist einfach der Dubai Aftermovie. Just a second. So. Das ist von einem ganz anderen Stern, Freunde. Immer wieder Momente einfach im Leben, wo man sich denkt, wieder, okay, warum mache ich das eigentlich? Es war für mich immer ein Traum, hier dabei zu sein. Niemals hätte ich vorstellen können, dass ich hier mal sein darf. Für mich unbeschreiblich. Don't know what to do, how to do it. Know that I should leave, but I hate it. Know that you're not, know that you're not the right one. Make this hard on myself, yeah, yeah. Don't like asking for help, yeah, yeah. Maybe it's an excuse, so I don't get closer. Always been my lady. It's not meant to be easy. It's not meant to be. Just willing on my knees. There's a reason. It's not meant to be easy. Hold me like you hold me. And if it's over, let's pretend for one more night. For one more night. Einfach verrückt, Freunde. Ohne Spaß. Ihr könnt sogar 100 € in Bitcoin gewinnen. Wir droppen später in die Gruppe, wie genau das Ganze abläuft. Ich bin so dankbar für dieses Team. Ich bin so dankbar für Retired Young, weil ich habe so viel mitgenommen. Nicht von Dubai. Auf jeden Fall nicht von Dubai, sondern wegen diesen Menschen. Dass diese Menschen wirklich da sind und uns die Möglichkeit geben, sowas zu erleben. Danke euch wirklich vom Herzen. Und ich weiß nicht, Lara, jetzt bist du weg. Was meinst du dazu? Yes, boah, was ein krasses Video, Leute. Ich habe vorhin schon gesehen, dass es kurz in die Leadergruppe kam, aber ich habe es noch gar nicht angeschaut. Richtig, richtig krass. Simon, erstmal top. Du bist einfach, glaub, gefühlt 200 Mal drauf. Richtig, richtig starkes Video, aber Leute, zu Dubai war echt heftig. Ich glaube, man, es fühlt sich schon wieder so an, als wäre das so wochenlang her. Aber es ist echt krass gewesen, einfach. Und ich bin vor allem Retired Young sehr dankbar für die Möglichkeit, für die unvergessliche Zeit. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir uns hier für so ein Incentive überhaupt mal qualifizieren dürfen? Wer hätte gedacht, dass jetzt das nächste Dubai-Incentive ansteht? Deswegen, Leute, lasst uns so Möglichkeiten echt wertschätzen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, dass sowas nicht sein muss. Und die Zeit vor allem, die man da so zusammen erlebt, ist so wertvoll. Deswegen, aber ich will gar nicht zu krass ausschweifen. Wir kommen mal zum Hauptpunkt, warum wir heute auf dem Call sind. Okay?
Und ganz wichtig, ganz ehrlich, wer jetzt seine Cam nicht anhat und wer jetzt keine Notizen macht, sorry, ich kann dir nicht weiterhelfen. Leute, dass Milea mal auf einen Team-Call von uns kommt, ich habe es in dem Video letztens schon gesagt, fragt einen Simon, fragt ganz viele Leute hier aus dem Team, die schon ein bisschen länger am Start sind. Leute, ich habe immer gesagt, hey, das wäre ein Traum für mich, dass eine Milea mal auf den Team-Call kommt und überhaupt mal speakt. Leute, wenn es eine Frau gibt oder Calls, die ich studiert habe, seit ich dieses Business gestartet habe, war es Milea. Real Talk. Leute, ihr konntet mir teilweise Captions sagen, wie ihre Calls heißen. Ich wusste das. Okay, ich habe teilweise ihren einen Cheerlady-Call. Ich habe ihr das damals in Dubai gesagt. Ich glaube, ich habe den teilweise zum Einschlafen gehört. Kein Witz, weil ich es noch nie hatte, dass jemand mir so krass aus der Seele spricht und Dinge so vereinfacht auf den Punkt bringt, dass ich wirklich da sitze und mir denke, ja, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Wirklich so krass. Und Leute, ich sage das echt nicht nur wegen dem Edifying, sondern ich hatte das nie mehr oder auch gefühlt nie, dass das bei jemandem so stark war wie bei Milea. Ne? Ich meine, wir wissen sowieso alle, Milea ist die Person, die Nummer eins Frau, war die ganze Zeit schon im deutschsprachigen Raum, jetzt wieder, die es jedes Mal nicht nur unter Beweis stellt, was sie da im Endeffekt wirklich an Resultaten kreiert, sondern ich finde vor allem, man merkt, wenn man mit Milea redet, es ist different, Leute. Einfach dieser Value, den sie gibt, wie es sie auf den Punkt bringt, es ist so krass. Und ich habe sie in Dubai beobachtet. Ich habe vor allem in Dubai, wir sind angekommen, wir haben direkt einen Teamcall von ihr gehört und Simon und ich haben uns angeguckt, wir meinten, ey, das ist das nächste Ziel, dass wir Milea auf den Call kriegen. Und Leute, ich bin euch ehrlich, ich bin extrem dankbar, dass wir mit so Menschen inzwischen zusammenarbeiten dürfen. Das war für mich damals unvorstellbar und auch unvorstellbar, dass jemand wie in ihrer Position sich so viel Zeit nimmt für das Team, der sich immer wieder anbietet, zu helfen, wirklich da ist und so viel unterstützt. Das ist für mich einfach eine Sache, die werde ich niemals vergessen. Und das ist eine Sache, wo ich auch nie als selbstverständlich sehen werde. Und Leute, es ist einfach ein Fakt, wir arbeiten mit Milea, mit der Nummer eins zusammen. Es ist wirklich einfach so. Wir können wirklich sagen, wir arbeiten mit der Nummer eins zusammen. Wir können darauf extrem stolz sein. Und ich bin euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, was sie heute auf diesem Call droppen wird. Aber ich gebe dir jetzt nochmal einen Tipp. Mach die Kamera an, zeig Präsenz, mach Notizen, weil glaubt mir, die Calls von Milea sind different. Ich bin sowas von gehypt, was jetzt gleich kommen wird, Milea. Ich bin seit Tagen schon so gehypt. Ich habe richtig, richtig Bock. Deswegen recorden wir das Ganze auch extra. Und ich würde sagen, ich will dir von deiner Zeit gar nicht mehr zu viel klauen. Ich bin dir extrem dankbar für die Zusammenarbeit, für alles, was du bis jetzt schon für uns getan hast. Und ich würde sagen, Simon, du hast ein Haus, du kannst Milea auf jeden Fall die Entstimmung geben. Wir sind absolut ready für deinen Part. Perfekt. Hi, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, auf dem Teamcall bei euch zu sein. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns eigentlich nur auf eurem Launch-Call gesehen. Und ich glaube, richtig auf dem Teamcall war ich noch nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal. Und deswegen, ich freue mich riesig, 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 riesig hier zu sein, weil es gibt eigentlich 100.000 Punkte, über die wir reden können. Aber ja, mal zu dem Thema, dass ihr so dankbar für Retired Young seid. Ich bin dankbar, dass wir jetzt hier gemeinsam arbeiten, weil ich bin auch dankbar, dass wir überhaupt bei Jifu sind, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ja, ich bin Nummer eins. Ich setze das immer gerne in Anführungszeichen, weil ich finde es richtig toll, dass ihr mich so seht. Aber ich für mich hier zu Hause sehe mich wie ein kleines Mädel, okay? Aber ich glaube, dass das, also wenn du mich kennenlernst, wirst du das auch merken. Und ich glaube, auch Lara und Simon haben das gemerkt, als ich mit denen war, ich bin komplett normal. Okay, aber zu diesem komplett normal auf der einen Seite gehört auch eine crazy Einstellung auf der anderen Seite, weil ich weiß, dass jeder irgendwie nicht die Nummer eins, aber jeder will so ein bisschen an die Spitze und da wollen wir alle hin, aber wir wissen, dass die Spitze relativ eng und klein ist und dass da gar nicht so viel Platz ist. Und das heißt, dass wir uns eigentlich immer ein bisschen beweisen müssen. Aber dazu komme ich einfach mal gleich. Ja, ich bin einfach extrem, extrem dankbar, dass wir überhaupt jetzt bei Gifu sind, weil ich sag euch ehrlich, bevor wir hierher gewechselt sind, stand auch ich an dem Punkt und glaubt mir, Leute, ich arbeite wie eine Maschine. Wirklich. Und ich arbeite wirklich richtig krass. Und ich war an dem Punkt, dass ich mir dachte, Leute, es ist mir egal, ich kann nicht noch mehr machen, ich kann auch gar nichts machen, ich kann jetzt hier auch alles machen, ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Und ich hatte so Momente, wo ich irgendwie so mäßig lost gefühlt habe, dass ich so dachte, es ist gerade eben egal, ob ich alles mache oder ob ich gerade nichts mache, weil es verändert sich einfach nichts. Und dann kommen so Geschenke, die du einfach nicht in der Hand hast, wie, ey, wir gehen in die und die Firma, auf einmal alles explodiert. Manchmal kommen genau diese Dinge in dein Leben, mit denen du nicht gerechnet hast, für die du gar nicht arbeiten kannst, weil sie einfach dann zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und genau auf diese Dinge, auf diese einen Resultate, auf diese kleinen Momente, auf die würde ich einfach im Leben bauen.
Weil es ist eigentlich ist alles fertig geschrieben und du kannst immer reingeben und machen und machen und machen, das musst du auf der einen Seite, aber du musst diese Balance füllen mit diesem, okay, ich warte auf diese Momente, weil Fakt ist, und das finde ich so schön, dass ich bin wirklich richtig beschissen in Mathe, also so gar nicht kann ich das und verstehe ich auch überhaupt nicht, aber ich erinnere mich, wenn man mal so eine Matheaufgabe hatte, weil man muss das zumindest ja mitmachen in der Schule, kennt ihr das? Ihr hattet so eine Gleichung mäßig und du musstest das so runterrechnen, dass am Ende 0 rauskam, so mit diesen Xen und so, sowas hatten wir auf jeden Fall. Und dann kam, du hast irgendwas gerechnet und es kam halt 0 raus. Also es war so aufgelöst, das Ergebnis kam so hin. Also kennt ihr diesen Satisfying-Moment? Das fand ich das einzige Coole in Mathe, weil ich dachte, es ist so richtig jetzt. Und dieses genauso, dieser Moment so, okay, es macht einfach alles Sinn. Genau diesen Moment wirst du hier haben, denn ich kenne niemanden, der konstant reingibt, loslegt und einfach nur am Machen ist, wo nichts mehr rumkommt. Ich kenne auch keinen Sportler, der regelmäßig ins Gym geht, sich gut ernährt, der nicht irgendwann fit aussieht. Geht ja gar nicht. Ich kenne niemanden, der an einer Sache dranbleibt, wirklich immer Effort reinsteckt, wo nichts mehr rumkommt. Und das ist das Schöne. Es ist wie eine Gleichung. Es ist wie ein Gesetz, das ist unumstößlich. Wenn du an einer Sache dranbleibst, da alles gibst, dann kommst du zu deinem Resultat. Aber jetzt kommen wir zu diesen Momenten, weil ich brauche dir gar nicht sagen, dass du irgendwie was geben musst. Jetzt kommen wir mal zu diesen Momenten, warum du nicht alles gibst. Wann sind diese Momente, die dich wieder auf dein Sofa, auf dein Bett schmeißen und dich rumscrollen lassen und du dir vermeintlich erzählst, dass irgendwie gerade alles läuft? Was sind das für Momente und warum kommen die immer wieder und warum zerstören sie deine Work Ethic und drängen dich noch weiter weg von deinem Ziel? Schau mal, Leute. An einem Ziel anzukommen, ist mega geil. Aber warum ist es eigentlich so cool? Warum fühlt es sich so gut an, durch diese Zielfahne zu laufen? Weil sie nicht direkt hinter der Startfahne ist, weil du einen langen Weg hinter dir hast. Nur deswegen fühlt es sich geil an. Warum fühlt es sich so toll an, erfolgreich zu sein? Weil es nicht jeder kann, weil es weit weg ist. Das ist doch komplett bescheuert, sich dann zu wünschen, dass es alles heute und morgen und sofort passiert und wenn es nicht passiert, auch noch sauer zu sein. Weil nur deswegen fühlt es sich überhaupt so gut an. Nur deshalb dieses jetzt werde ich belohnt, weil es so weit weg war, weil es so schwierig war, dahin zu kommen, weil nicht jeder erfolgreich werden kann. Und zu diesem, die Spitze ist so klein und da passt halt nicht jeder hin. Was glaubst du denn in diesem Leben, wie viele Menschen so Pi mal Daumen überhaupt erfolgreich werden dürfen? Geht das überhaupt auf, wenn jeder erfolgreich wäre? Ich kann dir sagen, es geht nicht auf. Die Wirtschaft würde ja zusammenklappen. Es würde in diesem Weltsystem überhaupt gar nicht funktionieren. Es ist wahr, dass nur 5% der Menschen so weit kommen dürfen. Und ich habe mir das mal so, ich weiß nicht, ob das ein blöder Vergleich ist, aber vielleicht kannst du es verstehen. Stell dir vor, kennt ihr so DSDS und Germany's Next Topmodel und diese ganzen Geschichten? Also man soll am besten nicht gucken, aber so Just Saying, so ein bisschen Trash-TV, jeder kennt es. Jeder hat sich mal drüber lustig gemacht. Naja, long story short, wir nehmen jetzt mal diese Trash-TV-Formate, wo du hingehst, dich ja bewirbst, ablieferst und dann in die nächste Runde kommst. Und ich sag dir ehrlich, das ist hier gerade dein Casting. Du willst nächster Superstar werden, du willst Topmodel, keine Ahnung, whatever. Es gibt ja viele Formate in diesem Bereich. Du willst ja diese eine Person werden, die da dann auf der Bühne steht, die ganz besonders ist. Dann verscheißt es dir das doch nicht schon direkt beim Casting. Und wenn du in den Recall kommst und in die nächste Runde, dann kack auch nicht da rein, sondern lern deinen Text, setz dich hin und gib einfach alles. Und das Geile ist eigentlich, dass du hier keine Anrufer brauchst, die dich weiterwählen oder auch keine Konkurrenz zwischen anderen hast, sondern dass du eigentlich immer alleine bist. Und so wie es normalerweise ist, dass man wie in der Schule, wo es eine Linie gibt, okay, so ist es gut, so ist es schlecht und dann kommst du weiter, dann halt nicht, wie jetzt zum Beispiel bei DSDS oder keine Ahnung, wenn wir jetzt sowas mal nehmen, okay, da bist du ja nur nicht weiter, weil jemand anderer besser war und das gibt's hier gar nicht. Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt niemand, der dir ein Bein stellt. Du musst kein Wissen mitbringen, du musst nicht besonders schlau sein, du musst eigentlich auch kein Geld haben, gar nichts. Nur du selber kannst dir ein Bein stellen. Nur du selber bist die Falle. Warum fallen Leute da rein? Warum passiert es überhaupt? Weil eigentlich hast du überhaupt gar keine Konkurrenz, du hast nichts, was dich auffällt. Nur du dich selbst. Du spielst gegen dich selber. Und das Business ist dein Spiegel. Denn das Business ist nicht Gifu oder die Plattform, die wir jetzt haben und vorher sogar noch Telegram-Gruppen waren. Das ist nicht, ja, das ist zwar Gifu, aber das Business ist ja das, was du daraus machst. Das heißt, wenn du deine Hand hebst, hebt dein Business die Hand. Gibst du Gummi, geht dein Business voran.
Aber meistens sind wir immer in so einer Situation, dass wir denken, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen was gemacht, aber am liebsten würde ich jetzt gerne erstmal die Resultate sehen, damit ich dann weiß, ob ich hier all in gehen kann. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, den nächsten Prospect, den du hast, der gefühlt erstmal sich bei Gifu anmelden will, ohne zu bezahlen. So kann ich das nicht machen, ohne zu bezahlen. So die Katze im Sack kaufen tut keiner gerne, aber es funktioniert nicht. Du gibst erstmal rein, du musst auch erst in den Spiegel lächeln, damit ein Gesicht zurücklächeln kann. Und genau so ist es in diesem Business. Du musst erst den Schritt machen, damit das Business nachziehen kann. Du gibst das Tempo vor. Hast du kein Tempo, weil du dich gar nicht bewegst, dann kann sich dein Business überhaupt nicht bewegen. Es ist das, was du jeden Tag reingibst. Und wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sind, so eine schwere Arbeit ist es nicht. Und ich weiß, wir haben manchmal diese Auffassung von, sorry, wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, aber so dieses, ja, ich fühle mich jetzt nicht so danach, ich bin nicht so im Mut dafür. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, ob du Mut dafür bist, um 7, 8 Uhr morgens aufzustehen, um zu deinem Job zu tanzen. Aber wenn das auch nicht so dein Ding ist, dann würde ich ja mal lieber was am Handy machen. Du hast nicht den Luxus zu entscheiden, ob du dich gerade danach fühlst oder nicht, weil das hast du die nächsten 40 Jahre ja auch nicht. Dann würde ich doch lieber das kleinere Übel nehmen, mal gerade eine Face-Story machen, mal gerade noch eine Session mitnehmen. Das ist ja wohl das kleinere Übel, als ein Leben lang um 7, 8 Uhr morgens aufzustehen. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Wir haben doch gar nicht den Luxus zu entscheiden, fühlen wir uns danach, ist es in unserer Komfortzone oder nicht. Das ist hier gar nicht die Frage. Den Luxus hast du nicht so zu entscheiden. Du kannst jetzt einfach nur schauen, dass du mal alles gibst, dass du nicht beim Casting schon reinscheißt, sondern direkt am Anfang einfach sagst, ey, that's me und ich hab's verdient, erfolgreich zu werden. Du hast so viel Potenzial. Da ist alles in dir drin. Sonst würden wir schon mal gar nicht hier auf diesem Call sprechen. Sonst wärst du wie der Nachbar nicht auf diesem Call. Das hat ja schon Sinn und Zweck, dass du diese Träume hast. Das hat Sinn und Zweck, dass du dir deine Ziele aufgeschrieben hast. Wie viele Menschen machen das denn? Und es ist ja völlig logisch, dass die nächsten deiner 10 Freunde, dass sie irgendwie potenziell schon mal Kacke finden müssten, weil nur eine von 10 Personen ist ein Superstar. Und du bist das schon. Du bist ja diese eine, in deinem Umkreis, wenn alle deine Freunde das jetzt hier doof finden, dann bist du ja schon der Superstar von allen. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass deine nächsten 10 Freunde das hier vielleicht doof finden, weil die mussten es doof finden, damit du es gut finden kannst. Der nächste Prospekt, der dir absagt, der nicht auf deinen Call kommt, der sich gar nicht erst die Präsi anschaut, whatever, das müssen die so machen, damit genug Menschen, also ich denke immer, das Universum kommt ins Gleichgewicht, damit genug Menschen arbeiten gehen können, damit du es besser hast. Das klingt so hart, so gemein und du weißt, es ist wahr. Das müssen Menschen blöd finden, damit sie weiter in ihrer Bubble leben, damit sie irgendwie ihren Shit einfach machen und damit du dein Ding hier rocken kannst. Das ist das Geheimnis dahinter. Und wenn ich mir überlege, was wir hier für eine Möglichkeit mit Gifu haben, wie sich das aufgebaut hat, was hier in kurzer Zeit passiert ist, und du bist ganz am Anfang mal mit dabei, weißt du, wie wertvoll das ist? Ey, in unserem vorherigen Business, ich hatte mir gewünscht, schon diese ganzen Positionen zu haben und schon mit dabei zu sein. Und ich war ganz am Anfang, als das hier noch alles gefühlt in den Startlöchern stand, ich mir so, boah, wenn man da mal mit dabei war. Man hat ja gefühlt nie die Chance, am Anfang mit dabei zu sein, weil jetzt macht jeder Hans und Franz ein Business, aber du hast wieder das Goldene losgezogen und bist auch noch am Anfang mit dabei. Das ist so besonders. Du bist vor allem so besonders und ich hoffe, dass du das erkennst. Aber reden wir über diese Momente, über die ich gerade eben reden wollte, warum das so kommt, dass wir dann so einknicken, dass wir irgendwie doch nicht Gummi geben. Warum passiert das? Weil ich brauchte ja gar nicht dafür jetzt zusammenzufalten, dass das nicht so nice ist, wenn das passiert. Es wird sowieso passieren. Das ist ja auch in Ordnung, dass das passiert. Ich will dir zumindest erklären, warum es passiert. Das fängt mit deinem Gehirn an. Also, ganz von vorne, Emotionen sind die Sprache unserer Seele, unseres Körpers. Okay, also Gefühle sind die Sprache des Körpers und Gedanken sind die Sprache des Gehirns. Und die beiden sprechen sich immer ab. Also, ich kann dir jetzt nicht einen Witz erzählen, du fängst an zu heulen. Geht nicht. Also, du findest es potenziell schon mal witzig, dann fängst du an zu lachen. Also, das heißt, dein Gehirn nimmt was auf und schickt die richtige Info an deinen Körper, dass die Emotion lachen kommt. So funktioniert das, okay? Emotionen so richtig gibt's nicht wirklich, weil es ist nur ein chemischer Transmitter, der einmal durch deinen Körper geht. Und das Gehirn sagt dir, wie du fühlen sollst. Nicht du selber bestimmst es, sondern die Erfahrungen, die dein Gehirn gemacht hat. Also wenn ich dir etwas Trauriges sehe oder du siehst im Film, irgendjemand wird da verlassen oder jemand verstirbt oder keine Ahnung, wir müssen ja. Vor allem, wenn man nah am Wasser gebaut ist, so fängt man ja gefühlt im Film auch mal mit an zu weinen oder wie auch immer, weil du das so nachempfinden kannst und weil dir dein Gehirn so eine, okay, das kenne ich aus Erfahrung oder das habe ich schon mal in einem Film gesehen oder wie auch immer, und dann wird das abgespielt und die richtige Chemie durch den Körper geschickt. Und jetzt kommt Folgendes. Also das Ganze muss immer im Gleichgewicht sein. Das haben wir soweit verstanden, okay? Also die agieren so miteinander. Jetzt kommt Folgendes. Der erste Gedanke, wir nehmen mal jetzt mal, keine Ahnung, Sport. Okay, Sport.
Dein Gedanke ist, der ursprüngliche Gedanke ist, ich ziehe das jetzt mal durch und ich gehe da jetzt mal regelmäßig hin. Der Gedanke ist aber, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, jetzt ist ja schon auch ein bisschen spät. Und dann gehen eigentlich schon die Alarmglocken deiner Gefühle los. Ja, stimmt, ich werde auch schon langsam müde. Dein Gedanke denkt sich, naja, und eigentlich habe ich auch noch super viel zu tun. Der Körper fühlt sich potenziell schon mal wieder ein bisschen gestresst, weil ist ja auch ganz viel los gewesen. Und eigentlich bin ich auch schon müde und noch hungrig. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Und das ist dann das Endresultat, was du hast. Und du denkst, du hast selber entschieden, dass du nicht zum Sport gehst. Das Lustige bei diesen Entscheidungen ist, du entscheidest nicht nur, nicht zum Sport zu gehen. Du entscheidest dich für deine Faulheit. Bei Gifu mal kurz nicht weiterzumachen, ich mache eine Pause, ist nicht gegen Gifu entschieden. Es ist für deine finanzielle Probleme entschieden, wenn du aufgrund von Finanzen hier nicht weitermachst. Weil ich glaube nicht, dass sich deine finanzielle Situation bessert ohne ein Business. Let me know. Das heißt, jedes Mal bei diesen kurzen Entscheidungen, die sich kurzzeitig gut anfühlen, entscheiden wir so, wie unser Gehirn es uns rausgespuckt hat. Und jetzt kommt das ganz Gemeine. Warum gibt uns unser Gehirn überhaupt solche Gedanken? Diese Gedanken beruhen auf einem Nervengeflecht, auf Synapsen, auf etwas, auf Erfahrungen, die von früher kommen. Das heißt, du versuchst die ganze Zeit eine neue Zukunft zu kreieren, bedienst dich aber an deinen Gefühlen und an deinen Gedanken von gestern. Das kann nicht funktionieren. Viele haben ein Problem damit, mal ihren Kumpel anzurufen und einfach mal auf einen Call einzuladen oder eine Face-Story zu machen, whatever. Sie haben einfach Angst davor. Aber warum passiert, warum, wo kommt es her? Auch da, gleiches Thema Sport oder Business, ich kann es dir auch hier erklären. Dein Gehirn kriegt erstmal, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Wie fühlt es sich an, wenn man etwas noch nie gemacht hat? Erstmal so ein bisschen so Angst und ich weiß nicht, was mich erwartet. Wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, dann könnte es negativ sein. Negativ fühlt sich scheiße an, will ich nicht. Das ist das, was dein Gehirn denkt, an deine Gefühle steuert und du potenziell erstmal fühlst. Und dann sagt dein Gehirn, aber was könnte denn passieren? Und dann kommt so vom einen ins nächste, was könnte denn passieren? Das könnten Leute doof finden. Wie fühlt es sich an, wenn Menschen etwas von mir doof finden? Du fühlst dich nicht gut genug. Das ist kein geiles Gefühl. Das wird schon mal ausgeschüttet, bevor du überhaupt was gemacht hast. Bevor du anfängst, mal eine Face-Story zu machen, mal ein Telefonat zu machen, mal irgendwas im Business zu machen, wird schon ein Gefühl produziert, was dich Angst haben lässt, weil du es noch nie gemacht hast und dir schon ausmalst, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Und deswegen machst du die Sachen nicht, die du eigentlich machen könntest, die ganze Zeit schon. Aber das, was dir dein Gehirn da sagt, ist ja nicht neu. Das ist ja alt. Weil so würde ja kein Unternehmer entscheiden, oder? Kein Unternehmer hätte jetzt Angst, ein Telefon in die Hand zu nehmen. Du willst aber so werden. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Du verhältst dich wie der kleine Junge im Zimmer, wie das kleine Mädchen im Kinderzimmer, was voll okay ist, aber du bedienst dich auch an den gleichen Gedanken. Und alles um dich herum ist so, so kenne ich das. So bin ich halt. Und so kann ich auch gar nicht anders. Und auf der anderen Seite willst du hoch hinaus, viel Geld verdienen, zu den Top-Leuten gehören, mal mit in Dubai dabei sein. Wie soll das harmonieren, wenn du immer nur darauf hörst, wie du fühlst? Und das Gemeine ist, in unserem ganzen Leben machen wir entweder Sachen, weil wir sie machen müssen, oder wir machen Sachen, wie wir uns fühlen. Beispiel. Du musst zur Schule gehen. Du musst auch deine Hausaufgaben machen. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch gab, aber bei uns gab es, da hat der Lehrer gesagt, Aufgabe 1 und 2 ist Hausaufgabe und Aufgabe 3 könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich dachte mir, wer macht das denn? Diese freiwilligen Hausaufgaben, kennt ihr das? Dann haben die so angeschrieben, 3 ist freiwillig. Ich denke mir so, okay, keine Ahnung, ob ich nichts zu tun habe, aber ich mache 3 nicht. Ich musste 3 machen, weil mein Papa ist Lehrer, aber ich hätte von mir aus hätte ich es nicht gemacht, ja. Aber diese freiwilligen Aufgaben, die haben die meisten nicht gemacht. Das heißt, deine Mentalität ist eigentlich, ein Pferd springt nicht höher, als es muss. Ich mache das, was ich machen muss. Diese Mentalität funktioniert im Business aber nicht mehr. Bei der Arbeit, wer bleibt denn freiwillig länger? Wer macht denn freiwillig Extradienst ohne Geld? Wer macht denn die Dinge? Wer macht denn was extra? Wer geht denn so richtig euphorisch und richtig nice und ich gebe noch mal extra Gummi? Du kriegst ja sowieso nicht mehr Geld. Du wurdest noch nie belohnt, wenn du mal mehr gemacht hast, weil es zahlt sich gar nicht aus. Das heißt, deine Mentalität seit klein auf ist, ich mache das, was ich machen muss. Und da, wo du selber entscheiden kannst, wenn deine Freunde fragen, hey, wollen wir heute mal rausgehen? Dann entscheidest du wie? Nach deinem Gefühl. Fühle ich mich gerade nach? Du entscheidest ja nie rational, du entscheidest ja nicht logisch. Oh ja, das ist logisch, ich muss meine sozialen Kontakte pflegen, ich sollte jetzt mal mit meinen Freunden rausgehen. Nein, du entscheidest, wie fühle ich mich? Ja, ich habe jetzt heute keinen Bock, ich bleibe zu Hause. Du entscheidest nach deinem Mut und nur das kennst du. Entweder ein Pferd springt nicht höher, als es muss, ich muss ja nicht mehr machen, weil lohnt sich eh nicht, oder ich entscheide einfach nach meinem Gefühl. Pippi Langstrumpf. So kommst du ja gar nicht voran. Du kriegst ja nie was Gescheites hin im Leben, wenn du immer nur auf diesen beiden Werten deine Entscheidungen triffst. Heutzutage, du bist langsam erwachsen.
rettet dir keiner mehr den Arsch. Du musst anfangen, dich selber zu erziehen. Du musst anfangen, dir selber zu sagen, mach doch verfickt nochmal, sorry, oh Gott, mach doch einfach nochmal diese Hausaufgaben. Geh doch einfach mal frühzeitig ins Bett. Steh doch einfach mal ein bisschen eher auf. Geh doch jetzt einfach mal zum Sport. Das musst du dir selber sagen, weil einfach kein Elternteil, kein Lehrer, kein Chef mehr ist, der dir das sagen kann. Du bist jetzt hier selber erwachsen. Und du wirst wohl über feststellen, dass du entweder erwachsen genug bist, um dein Leben jetzt vernünftig in die Hand zu nehmen, weil nur erwachsene Menschen können Unternehmer werden, nur erwachsene Menschen können viel Geld verdienen. Jugendliche, Teenies schaffen es nicht. Also schon, aber du weißt jetzt, wie ich es meine, von der Grundeinstellung her. Das heißt, beweis dir doch selber, dass du reif und erwachsen genug bist, dich selber zu erziehen. Ich weiß, dass das manchmal unangenehm ist, aber es war auch nie geil, wenn die Eltern gesagt haben, geh jetzt mal ins Bett. Es war nie geil, wenn die gesagt haben, du machst erst deine Hausaufgaben, erst ab 15 Uhr darfst du dich verabreden und dann auch nur bis 18 Uhr. Es war nie geil. Man wollte immer länger, man wollte immer schon früher raus, aber du hast heute niemanden mehr. Und du musst so dankbar dafür sein, dass es so ist, weil was wäre aus uns geworden, hätten wir uns nie angestrengt in der Schule. Wir wären ja keine Ahnung, wo gelandet. Was wäre aus uns geworden, hätten unsere Eltern nicht gesagt, erst Mittagessen, dann den Süßkram. Ich hätte nur Waffeln und Kekse und Schokolade und Eis gegessen. Wie würde ich heute aussehen? Es ist gut, dass die Eltern teilweise das verboten haben, obwohl man das nicht wollte. Und jetzt bist du an der Reihe. Du musst dir sagen, ey, ich verbiete mir selber einmal kurz das und das. Fühlt sich nicht geil an, aber eat the frog first. Erst das Brokkoli, erst den Brokkoli essen, erst diese ganzen Sachen, die man irgendwie gerade nicht mag, dann kannst du dir meinetwegen noch ein Eis hinterher reinhauen. Aber die meisten fangen an, in so einem Schlaraffenland zu leben, weil ich bin ja jetzt, ich habe ja keine Schule mehr, ich habe ja kein dies und das mehr und ich mache jetzt, wie ich Bock habe. Ich gehe zum Sport, wenn ich will. Ich mache ein Business, wenn ich will. Und das, diese Art wird nicht funktionieren. Das will ich dir einfach nur früh genug sagen, weil du dich sonst nur selber enttäuscht und dir so denkst, jetzt bin ich irgendwie schon voll lange im Business. Irgendwie läuft das hier gar nicht. Ja, natürlich nicht. Mit der Einstellung nicht. Ich weiß ja nicht, was du machst. Wenn du das Gefühl hast, ey, ich bin konstant, jeden Tag, ich setze mich dahin, ich springe immer mal meinen Schatten, let's go, dann fühl dich nicht angesprochen, aber es gibt so viele, die sich immer wieder da reinfallen lassen, weil du es aber auch gar nicht kennst. Ich gebe dir keine Schuld dafür, ich will dir nur einen Ausweg zeigen, weil du, ich glaube, wenn man etwas nicht versteht, kann man es nicht greifen und nicht ändern. Wenn du dein Verhalten nicht verstehst und dich einfach so leiten lässt und jetzt habe ich eine motivationslose Phase, dann ist es halt irgendwie so und du weißt auch halt gar nicht warum. Du checkst das ja gar nicht. Das heißt, du kannst es ja überhaupt nicht ändern, weil du kannst es nicht anpacken. Jetzt kannst du es anpacken, weil dir dein Gehirn einen Streich spielt. Es verarscht dich einfach. Es zeigt dir einfach so ein bisschen, ja, wir könnten jetzt mal Angst haben, schicken wir mal die Chemie Angst durch den Körper, mach mal einfach nichts. Und vor allem ist dein Belohnungssystem vielleicht so gewesen, nach der Schule bist du nach Hause gekommen, du hast dich gefreut, dich ins Bett zu schmeißen und erstmal zu chatten oder keine Ahnung, oder nach der Arbeit war so anstrengend. Du bist es ja ein Leben lang bis jetzt so gewohnt, so zu handeln. Es ist ja logisch, dass dein Gehirn das gerne weiterhin so machen möchte, weil alles andere wäre ja auch Anstrengung. Und am meisten spart der Körper Energie, wenn er sich nicht anstrengen muss. Und das macht dein Gehirn auch. Es denkt sich so, ich entscheide einfach genauso, wie ich das kenne. Was soll der Zirkus jetzt hier mit diesem, wir müssen Handy vor die Kamera, also irgendwie Handy vors Gesicht halten und Leute anrufen, lass uns das lassen. Mein Gehirn denkt sich so, können wir es nicht einfach machen wie früher? Es war voll entspannt. Ich konnte da oben abschalten, du hast einfach dein Shit gemacht, lass uns dabei bleiben. So denkt sich das dein Gehirn. Und genau die Gefühle wird es dir auch immer und immer wieder geben. Da kannst du gar nichts machen. Außer du bist jetzt die erwachsene Person und steuerst dagegen. Weil sonst bist du nur wie ein etwas groß gewordenes Kind. Du bist die Person, die anfängt auf einmal, statt ein richtiges Mittagessen, Kekse und Eis zu essen. Das machst du in deiner Freizeit. Nicht vom Essen her, ich meine bildlich gesprochen, weil du hast niemanden mehr, der dir sagt, hey, jetzt wird Spinat und Brokkoli und Kartoffeln gegessen und auch wenn es irgendwie gar nicht geil schmeckt oder keine Ahnung, was sonst so zu Mittag gibt, aber das wird jetzt halt erst gegessen und dann kannst du meinetwegen noch eine kleine Süßigkeit haben. So eine Person hast du nicht mehr, außer du hast uns in diesem Business oder eine Person wie mich, die dich anschreit im Call. Sorry for that, aber ich meine es nur gut, okay? Ich meine es echt nur gut, weil ich weiß, wie das ist, wenn man einfach niemanden mehr hat, der einen das sagt und du kannst so selber entscheiden, aber überleg einfach, spiel das Spiel weiter. So wie du dich jetzt verhältst, so wie du das Business siehst, wie viel Respekt bekommt das Business von dir? Alleine mal, guck mal, wir wollen Minimum mal so 2.000 mit dem Business verdienen, wäre schon geil, oder? Ich meine, das ist ja so wahrscheinlich das große Goal. Für 500 Euro brauchst du es hier nicht machen. Also das Business ist darauf ausgelegt, nur große Zahlen zu verdienen, davon mal abgesehen. Aber so Minimum 2.000 sollten drin sein. Das heißt, du willst eigentlich, dass eine Sache, mit der du dich so ein paar Minuten oder sagen wir eine Stunde am Tag beschäftigst, möchtest du gerne, dass es eigentlich dein Hauptjob, wo du 8 Stunden reinsteckst, ablösen kann. Was ist das eigentlich für eine Rechnung? Wo du nur ein Achtel von Effort, Zeit und Energie reinsteckst, soll das ablösen, wo 100% eigentlich hingehen. Und das Geile ist, das Business kannst du sogar.
Es geht sogar mit einer Stunde Zeit am Tag. Aber jetzt ist die Frage, wenn du nicht mehr Zeit reinstecken kannst, dann steck doch mehr Energie rein, weil wir haben immer nur diese beiden Güter an Energie. Du kannst Energie, also deine reine Energie, damit meine ich Fokus, oder Zeit reinstecken. Oder Geld, das ist eigentlich das Dritte, aber in diesem Fall macht das keinen Sinn. Aber eigentlich gibt es diese drei: Zeit, Geld, Energie. Und in diesem Fall haben wir einmal Energie und wir haben einmal Zeit. Und wenn du von der Zeit her so viel bei deiner Arbeit verbrauchen musst, muss ja nicht deine gesamte Energie da landen. Du kannst zum Beispiel einfach mal, wenn du sagst, ey, meine Arbeit, das saugt mich voll aus, schalte doch einfach ein bisschen mehr ab. Wenn du eh weißt, das willst du jetzt nicht forever mehr machen, du sollst ihn ja nicht kündigen, aber es reicht ja, wenn du da bist und dein Kram einfach machst und ne, sei schon aufmerksam dabei, aber du musst nicht dich über jeden Shit aufregen. Das zieht nur Energie, lass es einfach. Ist gar nicht mehr deine Abteilung. Machst es einfach mit. Und dann hast du vielleicht nicht mehr so viel Zeit, aber du hast viel mehr Energie, die du dann reinstecken kannst. Weil ganz ehrlich, wenn du möchtest, Minimum vielleicht 2000 und aufwärts damit zu verdienen, also wie in deinem Job. Ich weiß nicht, ob du dir im Job erlauben würdest, einfach mal nicht hinzugehen, ohne Bescheid zu sagen. Aber es ist ja ganz easy, mal einfach nicht auf den Call zu kommen und nicht Bescheid zu sagen. Ist ja ganz easy, einfach mal die Cam auszulassen, weil ich mache gerade eigentlich noch was anderes und ein bisschen am Handy. Das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem am Ende. Du möchtest hier Geld verdienen. Ich verdiene es schon. Ich gebe dir jetzt nur die Hilfe, dass das bei dir auch klappt. Und es wird nicht klappen, wenn ungefähr ein Achtel des Respekts, also normalerweise kriegt dein Job so alles an Respekt und Energie und allem. Und wenn ich nicht hingehe, dann mache ich 5 Runden zum Arzt und gelber Schein und keine Ahnung was. Und ich muss mir das telefonisch ankündigen. So viel Respekt kriegt deine Arbeit. Und was kriegt dein Business? Ist ja nicht schlimm, wenn du nicht ganz viel Zeit reinstecken kannst, aber wie viel Respekt bekommt es? Wie viel Liebe kriegt es, wie viel Energie bekommt es von dir? Und wenn wir das dann mal blicken, dass es gar nicht unbedingt die Zeit ist, sondern nur das, was wir in dieser Zeit tun, wie ernst wir das nehmen, zeigt A, wie ernst du dich selber und deine Zukunft nimmst und B, was dir das Business zurückgeben kann. Es kann dir nicht viel zurückgeben, wenn nicht viel da reinkommt. Und das liegt auch wieder daran, wie wir uns da einfach selber erziehen. Weil klar, du kannst es hier safe als Hobby sehen, das ist auch voll in Ordnung, aber du könntest es auch als die Chance deines Lebens sehen, echt alles zu verändern. Und wenn dir das, was du aktuell machst, so semi-Spaß noch macht, okay, warte mal noch mal 5 Jahre, ob es dann immer noch geil ist. Und wenn es dich jetzt schon ein bisschen anpieselt, dann geht's gar nicht mehr. Ey, dann würde ich die Beine in die Hand nehmen und echt mal losrennen und was machen. Das Leben ist viel zu kurz. Du willst ja noch so viel erleben. Da ist ja so eine, und das willst ja nicht mit 40 oder 50 oder 60 erst irgendwie alles anfangen. Das willst du im besten Fall jetzt. Also ist deine Action auch im besten Fall jetzt angebracht, nicht dann und dann. Und das Schöne ist, ey, solange du jung bist, solange du die ganzen Sachen machen kannst, ey, bitte mach sie. Mach die ganzen Fehler, mach die ganzen komischen Dinge. Das ist nur nervig, wenn du das nicht machst, alles rausschiebst und später stapelt sich das und fällt alles auf dich rauf. Mach's einfach jetzt alles. Das Leben ist wie, ich sehe mein eigenes Leben wie so ein Film. Ich bin auch immer voll gespannt, was so passiert. Und ich nehme das auch alles dann so ein bisschen mit Humor, weil ich mir denke, ey, voll, voll lustig eigentlich, was sich das Universum da für mich so irgendwie überlegt hat. Okay, lass uns gucken, wie das jetzt funktioniert. Aber genauso musst du es sehen. Und wo wir beim Thema Film sind, ein letzter Vergleich. Würdest du dein Leben wie ein Film angucken? Würdest du sagen, nice, bleibe ich dran oder könnte man vorspulen? Kennt ihr das? Ich habe das manchmal, wenn ich einen Film gucke und ich finde einen Film, die bringen so eine Scheißkommunikation bei, weil die reden immer nicht miteinander. Kennt ihr das? Du denkst dir so, hä, bei dir ist doch gerade das und das passiert, warum erzählst du es nicht denen? Das wäre doch jetzt viel einfacher. Aber um die Filme ein bisschen aufzubauschen, reden die ja immer alle nicht miteinander. Also mir fällt das so oft auf, die haben so ein Kommunikationsproblem. Aber die reden immer alle nicht miteinander und ich denke mir so, Alter, warum hast du das jetzt nicht gemacht? Oder so dumme Dinge, die passieren, wo man so mitfiebert und sich so denkt, war. Wieso? Das hätte jetzt 5-mal einfacher laufen können, aber nein, wir müssen jetzt so machen. Da bin ich immer richtig mit dabei. Und wenn ich jetzt dein Leben als Film angucken würde und ich säße bei dir mit zu Hause, würde ich mir denken, hä, warum machst du das jetzt und warum gehst du nicht? Warum machst du nicht einfach deine Aufgaben gerade? Und wie würde ich darüber denken, wenn ich dein Leben als Film angucke? Wenn ich weiß, du willst eigentlich erfolgreich werden. Das Ding ist, es ist nicht mal wichtig, ob ich deinen Film gucke. Eine viel größere Macht guckt deinen Film und die lenkt und entscheidet das alles. Wenn ich nur deinen Film gucken würde, das wäre ja noch schön. Vielleicht würdest du sogar anders arbeiten, würde ich bei dir jedes Mal irgendwo auf deiner Schulter sitzen oder auf deinem Schreibtisch sitzen oder so. Du würdest wahrscheinlich sogar anders arbeiten. Und das Ding ist, nicht mal guck mal, wenn du dann schon anders arbeiten würdest, dann hätte ich noch mehr Respekt vor dem, wenn er mich eigentlich zuguckt die ganze Zeit. Und das ist dein eigener Geist, das ist Gott, das ist das Universum, nennst, wie du es nennen möchtest, aber der guckt immer zu. Nicht nur ich, weil ich könnte noch nicht mal darüber entscheiden, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Diese Mächte, dieses Universum, Gott schon. Und der guckt immer zu.
Du bist nie alleine. Es wird immer geschaut, was du machst. Das heißt nicht, du musst immer abliefern, um Gottes Willen. Das heißt nur, du solltest zumindest immer dein Bestes geben und Hingabe. Weil es ist nicht schlimm, wenn mal kein Resultat wird. Trenn dich von dem Resultat. Das hast du gar nicht zu regeln. Du musst dich gar nicht ums Resultat kümmern. Du musst dich nur um den Weg kümmern. Dass das Resultat eben rauskommt, ist sowieso klar. Das kannst du abgeben. Aber du musst dich um diesen Weg kümmern. Irgendjemand schaut dir da die ganze Zeit zu. Und irgendjemand entscheidet ja oder irgendetwas entscheidet ja darüber, wie das alles hier so läuft. Und das mit dem, was du da tagtäglich zeigst. Also es ist so wichtig, was du selber machst und wie du entscheidest. Und beim Thema Entscheidungen, es ist auch so, wenn ich für etwas entscheide, entscheide ich auch gegen etwas. Oder wenn du gegen was entscheidest, entscheidest du auch für etwas. Angenommen, es wird so eine Strichliste bei dir in deiner Seele geführt. So einmal für den Gewinner, einmal für den Verlierer. Das ist so. Man hat so einen Gewinner und Verlierer in sich. Man hat beides in sich. So wie auch männliche und weibliche Energie. Ist immer alles in dir. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, ich entscheide mich jetzt gegen eine Face Story, weil habe ich Angst vor, dann hast du dich nicht gegen die Face Story entschieden, du hast dich für deine Angst entschieden. Ist Angst Gewinner oder Verlierer? Und glaub mir, es wird eine Strichliste in deinem Unterbewusstsein geführt. Wie willst du überhaupt selbstbewusst irgendwann mal sein, wenn du jedes Mal eine bisschen beknackte Entscheidung nach der nächsten triffst? Das geht ja gar nicht. Dein Unterbewusstsein kann gar nicht mehr anders denken, weil du das jedes Mal auch links liegen lässt. Stell dir mal vor, du nimmst dir jetzt vor, du sagst zu mir, Milea, ich hole dich morgen ab, wir gehen ins Gym. Okay, let's go. Du nimmst dir vor, wir gehen ins Gym. Ich mache mich schon fertig jeden Morgen, dü-dü-düm, oder du sagst, ich hole dich um 8 oder um 9 ab. Okay, ich mache mich fertig. Und du kommst einfach nicht, du klingelst nicht bei mir. Ich warte da, ich habe meine Sportschuhe schon angezogen und du kommst einfach nicht vorbei. Ah, shit, verschlafen, ja, scheiße, machen wir beim nächsten Mal. Okay, kann ich verzeihen. Nächsten Tag, gleiches Spiel. Du sagst mir, ja, okay, und jetzt, wir gehen ins Gym, wir machen das. Ich bin wieder ready, ich stelle mich auf Gym ein und du klingelst wieder nicht an der Tür. Und ich denke mir so, ey, glaubst du, ob ich beim dritten Mal mich noch einmal für dich fertig mache oder ob ich irgendwann auch gar nicht mehr ins Gym gehe mit dir? Und das ist dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein zieht sich eigentlich schon immer gefühlt die Schuhe an, ist eigentlich schon ready und du bist dann so, ah ja, nee, doch nicht. Und irgendwann glaubt dein Unterbewusstsein selber gar nicht mehr dran. Das fühlt sich einfach komplett verarscht und denkt sich so, ey, vergiss es, du machst das sowieso nicht. Und das wird auf einmal deine innere Haltung. Ich mach das sowieso nicht. Und das wird auf einmal deine Ausstrahlung, deine, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich ziehe das irgendwie nicht durch, ich mache die Dinge eh nicht. Und das wird auf einmal ein Glaubenssatz von dir. Und den dann aufzubrechen, wird richtig schwierig. Also versuch in diesen kleinen Entscheidungen schon dagegen zu steuern, dass du dir dein Unterbewusstsein nicht kaputt machst. Weil Menschen, die kein Selbstbewusstsein haben oder die nicht aus sich rauskommen oder die sich nicht an sich glauben, das ist einfach nur, weil die immer nacheinander eine blöde Entscheidung getroffen haben und das jetzt einfach denken. Weil als du geboren wurdest, lag da keine fertige Biografie über dich. Das hast du alles selber entschieden, wie es danach kam. Klar, auch ganz viel Eltern und Haushalt und das macht was mit dir, 100%. Aber jetzt bist du da raus. Und wenn du merkst, da ist was aufzuarbeiten, dann gehen wir mal Richtung innere Kindheilung. Aber das wäre jetzt ein zu großes Kapitel. Aber im Endeffekt entscheidest du die Dinge gerade über dich selber. Schreib doch mal eine neue Biografie über dich. Wie ist dein Film, wenn ich ihn angucke? Du bist Regisseur und Hauptdarsteller zur gleichen Zeit. Aber manche verhalten sich in ihrem Film wie so ein Passant, der kurz bezahlt wird, dass er einmal durchs Bild läuft, nur damit mehr Menschen im Bild sind. So verhalten sich manche in ihrem eigenen Film, als ob sie gar nicht da wären. Du musst doch ganz klar wissen, wie dieser Film hier abläuft. Stell dir mal vor, ein Regisseur wird sich mit Kameraset und allem hinstellen, Hauptdarsteller engagieren und der hätte kein Set, der hätte kein Dings geführt, kein, wie heißt das? Kein Regieplan halt, Dings, wie halt der Film abzulaufen hat, kein Drehbuch. Der hätte kein Drehbuch geschrieben. Du wüsstest gar nicht, was jetzt eigentlich passiert. Du wüsstest gar nicht, muss ich jetzt jemanden retten oder muss ich einfach nur die Straße langlaufen oder was ist eigentlich mein Auftrag hier? Du hast kein Drehbuch. Der Hauptdarsteller weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Hast du dir mal dein Drehbuch geschrieben? Hast du dir mal aufgeschrieben, wie dein Leben abzulaufen hat, wie du das gerne hättest, was deine Entscheidung ist? Weil entscheidest du nicht, entscheidet jemand anders für dich. Entscheidest du nicht, dass du der Hauptdarsteller bist und das passiert und dass du gefühlt Mission Impossible einmal nachspielst, dann bist du einfach nur ein Passant, der einmal mit dir durchs Bild gelaufen ist und die Straße überquert hat. Dann bist du die Person. Aber du musst dir ein Drehbuch schreiben. Nicht jetzt wirklich wortwörtlich, dann passiert das, dies passiert da. Lass die Zeit weg. Die Zeit ist Thema fürs Universum. Für dich ist einfach nur ganz klar, ich werde das und das geben. Ich werde alles geben, um das Ziel zu erreichen. Ich lasse aber offen, wann es passiert. Weil, wie schon gesagt, das Resultat gibst du ab. Das ist nicht deine Baustelle. Du entscheidest nur darüber, wo du dein Gehirn mal austricksen musst und sagst, das war von gestern. Ich entscheide neu und ich entscheide über meine Action. Weil wir versuchen immer alles unter Kontrolle zu haben, wie das Resultat ist, wie das läuft, aber es reichten die Basics, aber die wenigstens hart. Und zwar gegen dein altes
System zu steuern, gegen deine alten Entscheidungen zu steuern, die einfach nur deine Entscheidungen zumindest mal bewusst zu werden, weil es ist ja in Ordnung, mal eine Fehlentscheidung zu treffen. Du musst es zumindest wissen. Weil sonst machst du ja eine Sache nach der nächsten. Deine Seele führt eine Strichliste, dein Unterbewusstsein schraubt sich den Rest zusammen und steht gefühlt gar nicht mehr auf, wenn du es machen möchtest. Und dein Business ist ein Spiegel und denkt sich so, vergiss es. Läuft nicht. Also zumindest den Entscheidungen bewusst werden, gegen das alte System so ein bisschen gegensteuern, weil es ist klar, dass du dich nicht geil dabei fühlst, dass das und das passiert. Natürlich wird es ja auch dein Leben lang auf was anderes getrimmt. Ist die Frage, ob du das weiterhin so möchtest? Ist die Antwort nein. Dann ist es ganz klar, dass du einfach anders entscheiden musst. Und am Ende sind es nur die Entscheidungen, nicht ein Resultat, das ist egal, das kommt alles. Und dann schreibst du dir ein Drehbuch. Im Sinne von, ich bin der Hauptdarsteller für meinen Film. Für mich passiert das und das und das und das. Und ganz ehrlich, Leute, ihr habt hier Menschen um euch herum, die euch so heftig pushen wollen. Guck mal, ich weiß, es wird noch alles irgendwie krass announced und so weiter, aber es wird nächste Woche, wenn ich mich richtig erinnere, ein Bootcamp geben, wo für jeden Bereich, für Immobilien, für Trading und so weiter, extra Special Guests organisiert werden, wo ihr Fragen stellen könnt. So, das ist crazy. Den Zugriff hat nicht jeder. Es ist eine Sache, irgendwie erfolgreich werden zu wollen, aber es ist eine ganz andere Sache, Menschen um sich herum zu haben, die auch noch mal wollen, dass du erfolgreich wirst. Das ist ja doppelte Power. Dann, jetzt überlegt mal, wir im Higher Leadership und ein Jan haben ein Dubai-Incentive gemacht. Das ist so eine Angelegenheit für Menschen, die 5, 10, eher 10K und aufwärts verdienen. Was machen Lara und Simon? Denken sich so, wir machen das auch. Ich sage mir so, wow, wie jetzt? Ihr macht ein Dubai-Incentive für die E-Tausender. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich habe noch niemanden gesehen, der das macht. Ist ja in meiner ganzen Laufbahn. Ich bin 4, 5 Jahre in diesem Business. Und von meinen Mädels oder von meinen Leadern hat noch niemand Dubai-Incentive gemacht. Habe ich noch nie gesehen. Ich so, hä? Zonsaufgabe, was macht ihr da? Das ist crazy. Leute, ihr habt hier Menschen um euch herum mit dem höchsten Commitment, mit einer völligen Selbstverständlichkeit zu serven, gehen die daran und wollen euch einfach nur was Gutes tun. Ich finde es so krass, wie die hier leaden und wie ernst die das mit euch meinen und wo sie euch hinbringen wollen. Und ich bin dir ganz ehrlich, wer sich dafür zu fein ist, mal das Handy noch eine Stunde länger in die Hand zu nehmen, sorry, Bro, dann hast du es nicht verdient, du willst es nicht, got it. Das ist nur, ey, du nimmst echt nur dein Handy in die Hand, ne? Wir reden hier nicht von 5 extra Stunden arbeiten. Wir reden hier von einfach nur eine Stippe mehr zu machen. Und im Übrigen geht es ja auch um deinen eigenen Erfolg und nicht nur darum, dass die ein geiles Incentive auf die Beine gestellt haben. Und für alle, die noch mehr von dieser Art von Impact haben wollen und vor allem das nächste Level noch schneller erreichen wollen, am Dienstag werde ich für alle, die bis dahin Rising Star und above sind, einen Leader Call hosten, zusammen mit Lara und Simon zusammen. Das heißt, wer bis Dienstag Rising Star geht, bekommt nochmal den Leader Input von mir, wo wir ein bisschen deeper reingehen natürlich in das Ganze. Aber bis hierhin soll es erstmal soweit so gut gewesen sein. Und ich hoffe, dass du von dem Ganzen, was ich mitgenommen habe, also nee, was ich dir gegeben habe, was mitnehmen konntest. So. Und ich hoffe, dass jetzt auch nicht zu so straight rüberkam. Ich meine das einfach nur, eigentlich meine ich es voll liebevoll, aber ich weiß, wenn man das so sagt, ja, und wäre halt voll gut, wenn du da mal auf deine Entscheidungen aufpasst und dein Gehirn und das, die Message wäre nicht angekommen. Und ich meine das wirklich gut mit dir. Wärst du mir nicht wichtig und würde ich es nicht gut mit dir meinen, dann hätte ich dir auch einfach erzählen können, hey, never give up und das wird schon alles. Glaub ans Universum, wir machen das hier. Gell? Dafür sind wir hier zusammen. Das, dann hätte ich so machen können. Aber ich meine es wirklich gut, deswegen gehe ich lieber tiefer rein, drücke ein paar Punkte, die unangenehm sind. Aber dafür habe ich dir fürs Leben geholfen. Selbst wenn du das Business nicht mehr machst oder was anderes machst, whatever, ich will dir fürs Leben helfen, weil diese Einstellung wird dir im Leben helfen. Spiel selber wieder deine Eltern. Erzieh dich neu. Weil das, wo du gerade stehst, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes vielleicht. Das ist mit einem halben Bein bist du drin und willst rennen. Das andere Bein hängt noch da und mit dem Spagat kommst du nicht ganz voran. Du musst mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, wo du gerade langlaufen willst. Und dann kannst du einen Sprint machen. Aber dafür musst du manchmal nochmal dich anders switchen, andere Entscheidungen treffen und über dich selber vielleicht nochmal ein bisschen nachdenken, wo es eigentlich hingehen soll. Aber wo es für dich am allerbesten hingehen soll, ist mit nach Dubai. Also von dem her, nutzt dieses Incentive. Ey, E1K ist sowieso so ein geiler Rank. Und ihr habt gerade das Aftermovie gesehen, was wir da so erlebt haben. Und ich würde mir das für jeden von euch auch wünschen. Und es ist etwas, was völlig nahbar und auch erreichbar ist. Aber erster Step, Rising Star and Above. Dann sehen wir uns auf jeden Fall schon mal am Dienstag. Und ich kann dir einige Steps mitgeben, wie wir das Ganze nochmal 5 Level hochschießen können, damit du auch in Dubai mit dabei bist. Und das Bootcamp, Leute,
Das ist eine Sache, das ist extrem, extrem cool, um vor allem für die, die jetzt gar nicht nur im Network ambitioniert sind, sondern irgendwo anders auch noch sich was aufbauen, um dort einfach so viele Informationen mit einzusammeln, die du so auf einer Session vielleicht nicht bekommen könntest. Oder vielleicht irgendjemand, der gerade nicht mehr aktiv ist im Business oder whatever, den damit vielleicht wieder nochmal anzuticken und zu sagen, ey, wir haben da und da und das und das. Who knows, werde einfach kreativ. Ich würde jetzt einfach mal das Ganze, ja, wieder an Laura und Simon einfach mal mich abgeben. Dankeschön für die Einladung, hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es war irgendwie wertvoll für euch. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Milea. Also wirklich ein unfassbar großes Dankeschön. Wow, also ich habe da dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Der Bootcamp-Flyer droppt morgen, Family. Okay. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist definitiv Gas geben, weil Milea hat meine Augen geöffnet. Ich denke, Lara geht es auch so. Ich beende den Call hier mit Milea. Danke dir wirklich für deine Zeit. Ich bin sprachlos. Lass einfach durchziehen.